Radio for Kickers Würzburg. Kass. 90 Minuten, ein Leben lang. Maike Leitbier mit den Fußball-News von irsport.de. Einen großen Klassenunterschied sah man in der Partie gegen den VfR Aalen nicht. In der ersten Halbzeit, die Würzburger Kickers ließen sehr, sehr wenig zu. Zwei Chancen für den VfR Aalen. Nach vorne ging nicht allzu viel und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Zur zweiten Halbzeit wurde kräftig durchgewechselt und die Kickers wurden mutiger, spielten durchaus mit beim Kandidaten aus der zweiten Bundesliga. Das Tor des Tages erzielte Corwin Behrens mit einem wunderschönen Heber über Torhüter Bernhard in der 72. Spielminute. Ja, das stimmt, Maike. Heute war es die erste richtige Herausforderung, aber die drei Spiele zuvor gegen unterklassige Mannschaften haben wir auch ernst genommen, auch wenn wir da den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Aber ja, das war ein guter Test heute. Aalen ist in der Vorbereitung, wir sind in der Vorbereitung. Aber ich denke, man konnte heute schon gut sehen, dass wir ein paar Tage länger im Training sind und ja, vielleicht auch die fittere Mannschaft waren. Und klar, über das Tor freue ich mich natürlich. Ja, aber trotzdem in der zweiten Halbzeit seid ihr dann auch mutiger geworden und habt auch recht gut mitgespielt, würde ich sagen. Ja, das ist richtig, aber die Jungs in der ersten Halbzeit haben auch die Null gehalten, haben auch kaum was zugelassen. Und ich denke mal, das war in der ersten Halbzeit wie auch in der zweiten Halbzeit eine super Mannschaftsleistung und darauf können wir aufbauen. Und ja, jetzt konzentrieren wir uns weiter, arbeiten vernünftig weiter und sind am 12.07. Auf dem Punkt fit. Neuzugang Robert Wolnikowski spielte in der zweiten Halbzeit im Tor, zeigte zwei Glanzparaden, ist angekommen bei den Würzburger Kickers. Robert Wolnikowski, als Torwart am Montag gekommen zu den Würzburger Kickers hier, kann man natürlich noch nicht allzu viel sagen, heute ein Testspiel, aber auch gegen einige alte Bekannte, weil sie haben ja lange in Aalen gespielt. Ja, das ist richtig, ich habe 2 Jahre in Aalen gespielt. War eine schöne Zeit und ich habe mich gefreut, dass wir heute ein Freundschaftsspiel gegen die austragen. Und sah gar nicht so schlecht aus von unserer Seite. Ich sag mal, wenn man gewinnt, dann hat man nicht viel falsch gemacht. Das ist sicherlich richtig, aber ich meine, da sind 2 Klassen Unterschied. In der ersten Halbzeit hat man das auch ganz deutlich gemerkt, aber in der zweiten Halbzeit haben die Jungs dann auch ganz gut und mutig mitgespielt. Das auf jeden Fall. Gut, wir sind ja mitten in der Vorbereitung. Die Aalener sind erst seit 1,5 Wochen in der Vorbereitung. Also, wie gesagt, da ist erst der Anfang und für uns geht es erst in 3 Wochen so richtig los mit dem ersten Punktspiel bei denen. Ah ja, die haben noch genug Zeit. Deswegen, wichtig war natürlich, dass wir nach so einer langen Vorbereitung, die intensiv war, dass wir gezeigt haben, obwohl die Beine schwer waren, dass wir da sind, dass wir präsent sind. Das ist ganz wichtig. Sie sind jetzt am Montag gekommen. Was glauben Sie, Würzburger Kickers, das ganze Projekt 3x3, was trauen Sie der Mannschaft und in der Regionalliga Bayern jetzt zu? Ja, also wir wollen ja aufsteigen und halt am besten so schnell wie möglich. Das ist ganz klar. Und das Projekt ist klasse. Das Projekt hat mich überzeugt, deswegen bin ich zu den Kickers gekommen. Dankeschön. Gerne. Marco Haller in der alten Heimat sozusagen ein Testspiel gemacht heute. Ich habe vorhin mit deiner Mutter noch gesprochen, die stand die ganze Zeit neben mir, die war zufrieden mit dir. Wie warst du heute zufrieden? Ja, ich denke, wir sind gut gestanden. Aalen ist natürlich spielerisch besser, klar, ich bin 2 Ligen höher, aber wir haben es gut gemacht und ja, haben 1:0 gewonnen, da freuen wir uns drüber. Peter Endres, jetzt ganz neu raus, Co-Trainer auch in dieser Woche und heute hier beim VfR Aalen. Dein Wort als Co-Trainer zunächst mal zu deiner Verpflichtung als Co-Trainer? Ja, für viele wahrscheinlich überraschend, dass ich das jetzt, ja, das Amt ausüben darf. Für mich auch ein bisschen überraschend, aber bin umso froh, dass ich das Angebot bekommen habe und auch, ich habe es auch gerne entgegengenommen. Und zum Spiel heute, also man darf nicht vergessen, gegen wen wir spielen.